Moin Leute, ich bin der Nils und ich habe heute den Ricky Urtag zu Besuch. Moin. So, willkommen zurück. Wenn du neu auf dem Kanal bist, da unten die Abo-Glocke, damit du auch nichts mehr verpasst. Und ich möchte heute mal 16 Fragen an den Ricky stellen, der mich heute besucht hat. Frage Nummer 1. Was hat dich nach McPomb verschlagen? Erstmal, der Kaffee ist leer. Der Kaffee, genau. Der Köcher ist auch nicht voll. Ah, Mann. So irgendwas ist immer, ne? Also, was mich nach McPomb verschlagen hat, mein Job, PV-Reiniger. Okay. Seit Februar, März rum. Und bin deutschlandweit mittlerweile unterwegs. So, als PV-Reiniger. Wie kommst du, dass du jetzt in der Solarreinigung arbeitest und nicht mehr als Glasreiniger? Also, ich war ja letztes Jahr ein halbes Jahr außer Gefecht gesetzt, zwecks Rückenschmerzen. Und ja, dann habe ich meinen Job als Glasreiniger verloren. Und durch einen dummen Zufall war gerade eine Facebook-Anzeige drin, zwecks PV-Reinigung. Und ja, da hat mir meine Frau dann Bescheid gesagt, dass da eine Anzeige drin ist, ob ich es nicht mal versuchen will. Ja, ich sagte, gut, probieren wir es mal aus. Und seitdem bin ich jetzt auch März, Februar rum bin ich da. Ich muss sagen, ist eigentlich ziemlich cool. Ist halt ein bisschen anstrengend, aber es passt. Also ja gut, anstrengend ist die Glasreinigung ja auch, ne? Ja, also ich muss sagen, aber körperlich denke ich mal, ist die ganze anstrengender als Glasreinigung. Okay. Das ist schon mal klar und du musst halt ziemlich sicher sein. Und ja, kann ich mir schon vorstellen, dass es gerade auf den Dächern, da muss man schon aufpassen, dass man nicht ausrutscht. Ja, du musst halt mit dem Kopf direkt bei der Sache sein, ansonsten kannst du es gleich vergessen, wenn du damit halbherz an der Sache rangehst, dann war's das eigentlich. Ja. Letztens ist ja ein Kollege von dir genau abgestürzt, ne? Genau. Mitgekriegt hat. So ein leider Unfall. Deswegen also immer aufpassen. Du, nächste Frage. Hast du denn auf dem Dach Inspiration, wenn du da arbeitest, oder doch eher auf dem Klo? Ja, wenn du so genau wissen willst, beim Durchfall auf der Toilette. Nein, Spaß. Das sind ja aber die Griffe, die nicht in die Hand kommen, oder? Die sind dann braun-weiß. Achso, ja. Okay. Verständlich. Na, also, Inspiration für die Griffe, die sind eigentlich immer da. Egal ob auf dem Dach, bei der Autofahrt. Die Griffe, stehst morgens auf, hast deinen Kaffee in der Hand, Zigarette in der Hand, sind die schon da. Geh abends ins Bett und lass mir die Griffe im Endeffekt keine Ruhe. Du hast eigentlich immer durchgehend Sachen, wo du verbessern kannst, machen kannst. Wie gesagt, mittlerweile hat sie sich ja ziemlich weit ausgebaut mit den Griffen. Ja, es läuft echt. Also man sieht ja, passiert ja viel. Genau. Und durch diese Kundenanfragen, die auch da sind, was am besten, was so gern Kundenwünsche und so was, also das ist schon echt krass, was dabei rauskommt. Aber wie gesagt, mittlerweile am Anfang war es ja so, dass die Frage ist, was kann ich eigentlich noch aus dem Griff rausholen? Und mittlerweile muss ich sagen, eigentlich ist ziemlich viel möglich. Du musst halt bloß wissen und dir dahinter klemmen, was du machen willst. Und also gibt es absolut im Moment gar keine mehr. Ja, du hast uns ja ein paar Griffe mitgebracht. Können wir ja mal so ein bisschen was in die Kamera zeigen. Ne? Den kennt ihr wahrscheinlich schon aus Facebook reichlichst. Zuerst gab es sie nur in Silber, jetzt gibt es sie auch in Schwarz. Bei dem wird es jetzt dann sein, dass jetzt sind jetzt eigentlich so ein paar Vorläufer, der Toxic-Griff. Mit diesem Style kann man eigentlich noch mehr rausholen und da freue ich mich jetzt gerade auf die nächste, habe ich mir jetzt gerade auf die nächste Bestellung gefreut, die für Hamburg ist oder nach Hamburg geht, diese auch. Kam jetzt eine Bestellung rein, der hätte gerne einen speziellen Griff und die Idee steht schon und wird jetzt dann auch angefertigt, die nächsten Zeit dann. Wie gesagt, ihr müsst halt immer ein bisschen mit Wartezeiten rechnen, da ich auch viel auf Montage bin. Und ich versuche eure Bestellungen wirklich schnellstmöglich abzuarbeiten, weil es nicht immer einfach ist. Also meine Freizeit besteht wirklich komplett für euch Glasreiniger mittlerweile diese Griffe zu machen. Und ja, das manchmal ein bisschen anstrengend, aber ich mache es echt gerne, muss ich sagen. Apropos Bestellung, wir holen uns mal fix einen Kaffee. So,
Kaffeetassen sind wieder voll. Also endlich auf die Reihe kriegt der Junge, ja, sehr, ja, schwach hier. Ja. Also jedes Mal muss ich um Kaffee betteln, egal. Hier mussten, wir haben ja hier auch keinen Kaffee, ne? Das ist in Wilhelmshaven genau das gleiche, da muss ich immer beim Piraten betteln, ja, dass ich Kaffee kriege. Also, nächste Frage. Wie ist es für dich, mit kleinen Kindern auszuliegen und wenn du dann nach Hause kommst, dann doch, ich meine, kriegst du es ja mit, also wir kriegen es gut mit, weil wir auch immer viel schreiben, dass du viel Zeit dann doch in der Werkstatt verbringst, um die Bestellung abzugeben und halt nicht so viel Zeit für deine Kinder hast. Wie ist das für dich? Also ich muss erstens mal sagen, es macht mich verdammt stolz, für euch diese Griffe zu machen. Absolut. Also das ist für mich mittlerweile das Größte auch. Also das Größte sind meine Kinder, ganz klar. Ja, es ist manchmal schwer zu organisieren, wenn du Kinder hast und dann deine Bestellung abarbeiten tust, was ich auch ziemlich gern mache. Es gibt aber auch Tage, wo ich sage, wenn du dann fort bist oder Kinder wollen jetzt mit dir irgendwo hin, sag mal, du gehst jetzt mal auf ein Volksfest oder was da geändert wird, so, und dann musst du aber sagen, okay, du gehst mit, musst jetzt aber, weißt du, im Hinterkopf, oh, da drückt, du musst machen. Dann gehst du mit. So, und einen Tag war es dann auch wirklich so. Da war ich mit Jack, Marlene und Dean, waren wir dann auf dem Maibaum aufstellen. Mhm. Ich war jetzt 2-3 Stunden da und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ja gut, ich muss jetzt los, ich muss jetzt noch was machen, weil sonst kommt zu gar nichts. Und dann war es auch so, dann von meinem Sohn verabschiedet, vom Jack. Ja. Bin dann heim, erstmal einen Kaffee gemacht, wie immer. Ohne den geht sowieso nichts. Ja, und dann halbe, dreiviertel Stunde später kam meine Frau zurück mit dem Kleinen und sagt, ja, der Jack ist abgehauen, der hat Papa gesucht. Oh, super. Ja, das ist dann, wo du denkst, gut, aber... Ja, das ist, glaube ich, das Leben der meisten von uns, die ausliegen müssen. Ich kenne es ja von mir früher noch. Ich war früher auch viel ausgelegen und es bleibt irgendwas hängen. Gerade für die Kinder ist es halt nicht so schön, aber andersrum... Man macht es ja für die Kinder, ne? So sieht's aus. Und am besten ist halt, wenn du dann wirklich außerhalb bist, muss ich sagen, wenn du dann morgens eine Sprachnachricht kriegst von deinem Sohn oder abends, gute Nacht Papa, guten Morgen Papa. Ja, ja. Ist mega geil. Also wie gesagt, also ein Arbeitskollege hat zu mir gesagt, eigentlich solltest du dir die Zeit nehmen, die du hast mit deinen Kindern. Und die kriegst du nie wieder. Die bleibt dir halt im Kopf. Also wenn du so einen Spruch mal hörst, dann hast du den immer drin, das ist ganz klar. Ja, sicher, ganz klar. Das ist, sagen wir mal, bei mir ja ähnlich, ich bin auch viel und lang unterwegs. Mhm. Gerade in Frühjahrs- und Sommermonaten andersrum muss man sich aber auch denken, man möchte seinen Kindern ja auch was bieten. Und bist du irgendwo bei einer Firma, wo du um 16 Uhr Feierabend hast, die Wahrscheinlichkeit, dass du da gut verdienst, ist halt also dann auch relativ gering. Da sind wir gerade bei dem Verdienst, wo du sagst, das, du hast deinen Lebensstandard und den willst du eigentlich im Endeffekt halten. Du willst deine Kinder, du machst im Endeffekt diesen Job für deine Kinder, ist ganz klar. Du willst mit denen ins Schwimmbad gehen oder sonst irgendwas. Genau, genau. Das kostet halt Geld. Man möchte seinen Kindern ja auch vorleben, dass wer vernünftig arbeitet, wer so sieht's aus. Kriegt dafür auch eine gewisse Entlohnung. Ich kenne es ja von meinen. Man möchte ja nicht, sage ich mal, und was machst du beruflich? Ja, mein Papa ist Hartz-IV-ler, ich möchte auch Hartz-IV-ler werden. Ja, das macht man muss, sorry, wenn ich unterbreche. Ja, da macht es mir ganz stolz, wenn jetzt in der Werbung kommt und sagt, ja, Fensterputzer, und der Jack dann so ganz knallhart, oh, Jack auch Fensterputzer. Ja, das ist doch, oder er möchte, wenn gibt es auch Videos, wo, die kennt ihr ja in der Werkstatt, wenn ihr dann sagt, oder Facebook, wer bei mir Freundesliste drin ist, Jack, willst du wie Papa werden? Na klar! Ja, in dem Alter, da waren sie ja alle. Na, so sieht's aus. Schauen wir mal, wenn er größer ist, ob er dann immer noch Fensterputzer werden möchte. Ich habe das bei meinem, ja, mein Großer ist jetzt 13. Da wechselt der Berufswunsch schon sehr, sehr häufig. Und also ich würde ihm den Job auf jeden Fall definitiv empfehlen, wenn, da sind wir bei diesem wenn die Bezahlung halt in diesem Glasringer-Job ein bisschen angemessener wäre, mit so akkordmäßig, okay, Akkord schon, aber dann müssten die Preise halt auch passen bei den... Es werden viele Kollegen ausgenutzt, ganz klar. Da sind wir an dem Punkt, da will ich auch nicht weiter drauf eingehen. Ich habe da meine Erfahrungen gemacht und muss sagen, das ist für mich eigentlich dermaßen unter aller Sau. Also
Ja, aber jeder hat momentan wohl die freie Wahl, zu den Firmen zu gehen, die vernünftig bezahlt werden, wo die Arbeitsbedingungen, denke ich mal, besser sind. Und was das angeht, das muss aber jeder für sich selber entscheiden, denke ich mal. Aber wo wir schon bei negativen Sachen sind, wie fühlst du dich, wenn du in Facebook, sage ich mal, dumme Sprüche liest, wie Ohr so ein Scheiß, wer raucht so ein Mist, ging auch mit den alten Griffen oder so ein Schrott oder also fühlst du dich da persönlich angegriffen oder? Also es gab mal eine Zeit, wo ich sag, oh, Scheiße, für was machst du es eigentlich? Du willst den Leuten eigentlich mal was komplett anderes bieten, nicht immer dieses von der Stange. Wie gesagt, ich bin ein absoluter Freund von Ungar und sag ja, ich find's echt klasse, was auf dem Markt mittlerweile ist, was Smörmann ist oder was da gar nicht was. Ich teste da gern, weil als Glasreiniger immer am einen festhalten, total Schwachsinn. Du musst eigentlich testen. Ja, na sicher. Also immer weiter auf der Leiter. Sicher eben das auch mit Kernseife und Leder, aber ist momentan halt auch nicht mehr angebracht. Gerade bei den großen Öko-Waren. Wie können wir da verlangen, dass Ziegen dafür getötet werden? Wenn es auch mit einem Mikro geht, klar, ist es klassisch besser oder... Also oder ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag diesen Geruch von Fensterleder, das ist für mich... Das ja, natürlich. Also ich habe ja auch immer noch eins zu liegen, aber dass ich jetzt unbedingt nur, weil es früher mal so war... Nein, mache ich weiterhin. Auch nicht. Früher sind die Kollegen auch mit dem Fahrrad und Schubkarren durch die Stadt gezogen und haben geputzt... Wird wahrscheinlich jetzt keiner machen, außer mal zum Ausprobieren vielleicht, aber die Leute wollen halt doch mit dem Auto fahren, obwohl das früher ja auch nicht so war, oder haben wir Pferdekarre oder keine Ahnung wie. Ja, naja, wenn schon oldschool, dann richtig, oder wie, ne? Dann mit dem Leiterwagen und da von unten an der Leiter hängen, gibt's ja genügend Bilder. Mal so eine Geschichte, ich denke auch, da muss man schauen, was gibt's Besseres, was gibt's Neues. Deswegen teste ich auch so viele Sachen. Du musst halt auch wirklich sagen, okay, ich teste wirklich mal, klar, kostet Geld, davon mal ab. Aber sagen, ja, das hat man früher schon so gemacht und das macht man heute noch so, totaler Schwachsinn, absolut. Ja, man sollte halt ausprobieren. Es gibt halt Weiterentwicklungen, manche sind nicht so toll, aber manche machen halt richtig Sinn und da muss man halt schauen, was macht Sinn, was übernehme ich oder was mache ich doch so weiter, wie ich es immer gedacht habe. Und jetzt auf diesen negativen Einträgen dazu kommen auf Facebook und so, klar, es hat am Anfang was, ja, ein bisschen komisch, aber ich habe da so ein paar Kollegen, mittlerweile muss ich sagen, Dr. Oxmosi, die habe ja auch ein bisschen was zu verdanken, deine Einträge, ob du krank bist oder nicht, klar bin ich krank, zu wenig Kaffee. Und der koordiniert. Genau, so. Also die haben mich eigentlich dann dazu gestürzt, eigentlich noch weiter zu machen, noch mehr rauszuholen und gucken, noch besser zu werden. Und durch Osmosi, seit letztes Jahr Amsterdam, genau. kam dann auf einmal eine Freundschaftsanfrage von ihm. Muss ganz ehrlich sagen, Osmosi ist eigentlich, ja, er hat seine verbale Art. Ja, aber ich denke, er weiß, von was er auch teilweise spricht, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat Ahnung, er hat halt zwischenmenschlich ab und zu fehlt so ein bisschen der Draht, sage ich mal, seine Nazi-Ausfälle da. Naja, aber gut, das muss er selber wissen. Das war jetzt vertieft mit genau, diesen Ausfällen. Er muss ja selber, 45 war vergessen. Und er muss ja selber gerade stehen für das, was er sagt. Und inzwischen nehmen ihn ja auch in anderen Gruppen die Leute nicht mehr so ernst, wie das vielleicht mal war. Aber ihr habt doch auch mal auf der CMS getroffen. Nein, das muss ich nicht. Höhnsch Alex war es mal. Achso, coole Socke. Ganz in Ordnung, der Typ. Ja, Osmosi. Wie gesagt, also ich komme mittlerweile mit ihm klar. Ich sage ihm auch meine Meinung. Ich würde ihn aber gerne mal treffen. Muss ich ganz ja. Und mal mit ihm schwätzen. Also. Ja, ich warte ja noch. Er sagte ja, wenn er mal zu Levi nach einer Schrittes kommt. Also, ne, dahin dann, mit dir. Dann wollte er sich melden. Und Herr Fiss auch. Ich warte auf den Kaffee. Gar kein Problem. Gab es denn mal Momente, wo du dich entschieden hast, komplett aufzuhören? Und wenn ja, hatte ich da... Oh, es gab einige Zeiten, wo ich gesagt habe,
Nein, mach's nicht mehr, weil es einfach, ich sag ja die Kommentare dann teilweise, wozu, warum. Kommen wir aufs Thema Amsterdam. Da hatte ich dann abends mit Nils dann auch mal ein Gespräch. Der hier, ich? Genau. Da waren wir in Wilhelmshaven und abends haben wir dann auch mal gesprochen. Er hat gesagt, hör jetzt bloß nicht auf. Alles klar. Didi, genauso, Fensterpirat. Da würde ich auch gerne dann noch ein bisschen was dazu sagen. Es waren einige Leute, die gesagt haben, ich soll weitermachen, was ich auch getan habe. Und nach Amsterdam waren es 8 Stunden Autofahrt, glaube ich, bis nach Bayern runter. Da hat er ja diese Übergabe für Ungarn, da hat er ja erst einen Griff gemacht als Geschenk. Und dann hat er gedacht, na gut, dann machst du den Köcher noch, den Eimer dazu. Und dann habe ich Fotos zu Ungarn geschickt. Genau. Genau, und dann war es ja so, dann hieß, ja, du kannst ja die Übergabe an Marc Unger direkt machen. Habe erst überlegt, mache ich es oder lass es nicht jemand anders machen, weil ich bin nicht der Typ, der direkt im Vordergrund stehen muss, weil brauche ich nicht. Naja, und dann habt ihr gesagt, dass ihr nach Amsterdam geht. Dann habe ich gesagt, klar, gut, ich gehe mit. War halt ein bisschen stressig, weil am nächsten Tag mein zweiter Sohn geboren worden ist, der Dean. Und Autofahrt, ja, Amsterdam muss ich sagen, war cool, war echt geil. Ja, definitiv. Also vor allem, wenn du da auf der Messe langläufst und die sprechen die Leute an und sagen, hey, du bist doch der und der, war schon echt geil. Ja, also mega Gefühl, also schon krass. Also vor allem nach den ganzen Jahren, wie lange kennen wir uns jetzt, 4, 5 Jahre? 4, 5 Jahre, so in dem Dreh rum und sich immer mehr gesteigert hat. Ja genau, da war die Übergabe von Unger. War auch mega geil, Marc Unger selber zu treffen und seinen zweiten Bruder, ich weiß jetzt nicht. Hammer Typ? Weiß ich auch nicht mehr so. War, du bist jetzt auch nicht, bist du auf dem Köcher. Genau, ich war auch echt toll, mal, sage ich mal, jemanden so wie Herrn Marc Unger zu treffen und dass er da auch bereit ist, sage ich mal. Er hat sich ja nicht nur mit Ricky unterhalten, er hat sich ja auch mit Jutta Entourage unterhalten, also Jutta Albrecht, genau. Den Fensterpiraten und mir. Wir waren ja auch mit und das war mal echt interessant. Also mich hat das auch sehr beeindruckt. Bis auf, dass ich meinen Kaffee verschüttet habe. Ja, es war schon eine tolle Sache. Also vor allen Dingen auch, dass man zeigt, dass man als kleiner Fensterputzer dann doch auch wahrgenommen wird bei Ricky durch seine vielen Custom-Sachen. Wahrscheinlich noch mehr, aber es war halt auch nicht so, dass man sich nur auf Ricky gestürzt hat jetzt als... Na, der Berühmte, der macht ja viel für uns, sondern wir wurden da komplett als Gruppe empfangen und genau. Auch als Gruppe willkommen geheißen und behandelt wie sag ich mal, Promis jetzt in dem Sinne. Also es war schon cool, genauso wie du sagst, dass man da auf der holländischen Messe rumrennt und dass einem... Ja, selbst die von Ionix ansprechen und so. Also nicht nur Händler einen wiedererkennen, sondern auch andere Fensterputzer, also das war schon... Frank Rabe, Manni. Ja, das war schon, genau, wir haben ja Manni noch getroffen und genau. Das war schon eine coole Geschichte. Ja, und da gab es ja dann, war es ja dann noch so, wie gesagt, der Amsterdam war eigentlich für mich gar nicht geplant, war eigentlich ziemlich kurzfristig, ich glaube 1 Monat oder 2 Monate vorher, ich weiß gar nicht. Und dann kam ja diese Anfrage aus Windows 101. Ey, wie sieht's aus? Willst du nicht schnell ein paar Griffe anfertigen? Oh, scheiße. In einem Monat so viele Griffe. Genau. Da habe ich erstmal die Kinder noch mit eingespannt. Ja, hier so und so. Der Window-Cleaner-Griff. Und die gingen dann direkt rüber nach Seattle. Und selbst die Köcherhorn, das war ja dann. Genau. Ich war ja auch in Amerika unterwegs. Genau, Seattle ist mittlerweile wieder bei mir im Shop. Also, wer bei mir mal im Shop vorbeikommen will, einfach mal Facebook anschreiben. Könnt gerne einen Köcher und trinken, so ist nett. Sehr zu empfehlen. Ja. Besonders mit Bacardi Cola ist das sehr... Kaffee geht auch. Ja, aber Bacardi Cola ist auch angenehm. Genau, und Messe Amsterdam, ja genau. Ich muss sagen, Ungar ist echt super. Kann ich mir absolut nicht beschweren. Vor allem Ungar hat echt super Mitarbeiter. Ja, definitiv. Davon mal ab, ob es der Herr Kossmann ist, der Manfred Mihatsch. Der Minister, der dir deinen Kaffee vergessen hat,
Thomas Koldewitz. Genau. Alles super Leute, also wenn man Probleme hat, die kriegst du sofort eigentlich. Ja, sie reagieren auch sofort. Auch, genau. Also ist auch dein Kaffee von Thomas, aber ja, Thomas, war, alles vergessen. Genau, das Mal machst du dann wieder war auch aus. Der CMS, hatten wir in Holland dann alle schon. Du warst wieder vergessen, genau. Alles vergessen, nee. Ach so, und dann danke an Manfred, zwecks Treffen in München, also genau. Respekt. Du weißt noch, den Abend mit dem Didi und Reiko dann abends da und dann fällt uns geile T-Shirt. Ja. Also da muss ich sagen, sind so Momente, wo ich sage, echt klasse. Also aber auch Mörmann hat uns in Holland sehr gut empfangen und auch Ettore hat uns wiedererkannt und mit Ettore haben wir uns super unterhalten und auch Levi hat uns erkannt und auch mit Levi haben wir uns gut unterhalten. Also die ist da an sich... fand ich persönlich aus meiner Sicht auch mal interessant, weil man mehr gesehen hat. Auch der CMS ist doch alles sehr, sehr ungarlastig, muss man so sagen. Wenn man sich mit den Händlern unterhalten hat, auch der CMS, die sagen, es ist schwer auf dem deutschen Markt gegen Ungarn anzukommen. Klar, sie sind Marktführer und das war auch bei Ista halt deutlicher. Also dass man hat auch mal mehr gesehen. Andere Händler, die gar nicht nach Deutschland kommen, weil sie sich eben keine Chancen gegen Ungar ausmalen. Und das fand ich auch sehr angenehm. Und sie haben halt auch sehr, sehr interessiert nach uns geschaut, ob der ist da. Ne? Genau. Also, ja. Wieso? Was haben wir denn noch an Fragen? Gibt es denn noch Leute, die du gern mal aus der Glasreiniger-Szene, die du gern mal treffen wollen würdest? Oder? Ja, es gibt einige, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind ein paar coole unterwegs, also Easy Roy, wo ich sage, die haben Ahnung, ich glaube, wie heißt Danilo? Mhm. Der ist auch ziemlich locker drauf, so vom Gespräch her. Der Steffen Brosch, den haben wir ja sowieso in Leipzig. Ja, genau. Dann der Chris Rapsbilder, okay. Der war auch echt cool drauf. Ja, wen mir eigentlich gern treffen würde, ist eigentlich Josef. Ja, unser Seattle-Pfeifer da. Genau, unser amerikanischer Freund. Genau, der Money nochmal, auf jeden Fall. Also, naja, den werden wir ja spätestens auch bei Lissa treffen. Aber ich glaube, dieses Jahr zur CMS wollte er auch kommen, soweit ich das guck mal, ob er da ist. Luke, der Window-Cleaner. Oh ja, den würde ich definitiv auch gerne mal treffen wollen. Und auf wen ich noch hoffe, ist Treadman. Der auch. Der war ja in Amsterdam letztes Jahr. Ja, da waren wir aber schon weg. Genau, mit dem Andi Kressmann. Ein cooler Zug eigentlich von dir auch. Wie du dich hochboxst da mit deinen Mörmann-Tool-Partys. Genau. Ja, dann, wie heißt der? Also die ganzen Dings hier, die ganzen Window-Cleaner wohnen hier. Tim Huber und Ortlau Window-Cleaner. Ja, ich glaube, wir müssen mal eine Tour nach Amerika machen. Genau. Um die bekannten YouTuber, Fensterputzer mal alle zu treffen. Das ist schon eine coole Sache, ja. Die würden mich auch interessieren. Dieser Tim Huber, der hat ja auch einen eigenen YouTube-Kanal, also der Typ ist ein bisschen durchgeknallt, aber echt geil. Oh ja, der ist ein bisschen krank. Ihn magst du, Leute, ihr wisst. Also alle Glasreiniger haben sowieso einen Schuss. Die meisten, ja, definitiv. Das braucht man glaube ich auch, um den Job machen zu können. Man muss ein bisschen anders sein. Guck dir Marcel Fiss an. Ja, den Herrn Fiss, den würde ich natürlich auch gerne mal treffen. Also man aber liest, nur im Tutu wieder. Man liest ja viel von ihm, ne, aber er kommt ja da aus bei Hamburg nicht raus. Alles klar, für Sie. Ne? Spätestens auf der CMS sehen wir uns. Und ja, also Trendman würde ich gerne, würde mich interessieren. Luke the Window Cleaner definitiv auch. Mhm. Ja. Das sind so ein paar einige, wo ich. Definitiv. Mach einfach, wenn du denkst. Nochmal auf Leute treffen zwecks Marcel Fiss. Fissi, also jetzt zieh meinen Hut vor dir mittlerweile. Super Sache, die du da abziehst. Erste Mal der Griff mit dem Dings, der nach Köln ging. Also. War echt cooler Zug von dir. Der Zug jetzt von dir mit dem kleinen Mädchen. Genau. Muss ich sagen, Respekt. Also da kriege ich ein bisschen Gänsehaut. Nils? Oh ja, aber so richtig. Total die Gänsehaut. Genau, da hast du ja dann angefragt, zwecks Bestellung für den Griff und so. Wo ich dann gesagt habe, klar, mache ich dir fertig.
Und du hast ja mit dem Ding mit gerechnet. Nils wusste ja schon vorher, dass es so einen Griff gibt. Ja, ich erfahre da einige Sachen früher. Genau. Sind ja so ein bisschen involviert in die ganzen Geschichten. Genau. Ohne den könnt ihr ja gar nicht. Nein, Spaß. Und bam, hast du das Ding gekriegt. Zwecks Köcher. Einwaschträger. Ein Griff. Genau. Und ich muss sagen, Fissi, ganz ehrlich, also diese Nummer mit diesem kleinen Kind und diese Sachen, die du da aufziehst, zieh meinen Hut vor dir. Ich war nicht beim Friseur, geschminkt bin ich auch nicht, egal. Ja, meine Requisiteurin, die hatte nach mir so genug zu tun, hat sie gesagt, du, noch einen schaffe ich nicht, ich bin fertig, die 8 Stunden sind rum. Das muss er jetzt so durchziehen, ne? Also ich komme natürlich nicht so zur Arbeit hier, sondern zu den Aufnahmen, das dauert immer so ein paar Stunden, bis ich dann... Und diese Verlosung hier für den Köcher und Griff und Einmachträger geht ja noch bis 24. glaube ich. Ich glaube, genau. Also Fissi macht ja diese Aktion da für das kleine Mädchen oder für diesen Rollstuhltypen da oder was auch. Genau. Also ich sehe bei Fissi in der Gruppe, lasst mir mal schnell gucken, Master Fiss, ganz kurz, haben wir gleich. Zum Glück gibt es Facebook. Wir sind nicht vorbereitet, nein, gar nicht. Ja, absolut nicht. Also ich mag es lieber spontan, ganz ehrlich, als hier alles, dieses alles live runtergeleierter. Wo ist Glasreiniger Community? Oh. Also bei Fissi in der Gruppe sind mittlerweile 1700 Mitglieder. Okay, die Glasreiniger Community. Ich nicht dran. Okay, 1700 Mitglieder. Fissi, Respekt. Also bei 1700 Mitgliedern habe ich gedacht, dass da vielleicht ein paar mehr mitmachen. Aber Respekt an die, die wirklich mitmachen. Mega Zug von euch. Ich hoffe ja, dass bis zum 24. da noch ein bisschen was geht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Aktion gerade ist. Ich bin auch nicht auf dem Laufenden. Also der letzte Stand waren, glaube ich, 500. Okay. Respekt, also... Ja, aber Jungs, da geht noch was. Haut rein. Ihr wisst ja, Trinkgeld kriegt jeder von uns. Und Fissi läuft auch einmal nackt durch, durch Hamburg. Ja, besser durch. Nee, wobei Fissi wollte ja mal in die Provinz kommen. Und hier sich das alles angucken. Wird schon. Kriegen wir hin. Gut. Ja. Was wird uns denn noch die nächste Zeit erwarten? Was, also CMS ist klar, da werden wir auf jeden Fall sein. Der Trauermarsch wieder im Dings. Im November am Toten Sonntag. Dieses Jahr ist der Trauermarsch nicht in Lübeck, sondern wir wollen den Trauermarsch in Berlin dieses Jahr machen, zur Siegessäule. Ihr seid alle sehr herzlich eingeladen. Genau. Wir werden natürlich da sein, klar, wir veranstalten den ganzen Kram. Also wir werden versuchen, diesen Trauermarsch wirklich deutschlandweit zu machen. Zum Beispiel sagt Lübeck. Ja. Nächstes Jahr Berlin, nächstes Jahr wahrscheinlich Köln. Genau, also wird sich dann mal so jetzt ein bisschen... Wir müssen mal schauen, dass wir immer vor Ort jemanden haben, der so ein bisschen das Ganze organisieren kann. Und dementsprechend auf der Ecke Köln haben wir jemanden sitzen, der da genau entsprechend dann reagieren Jutta kann. Das ist genau die liebe Jutta Albrecht. Leber, glaube ich auch, oder? Dass wir da nicht ganz aufschlagen und keiner weiß von irgendwas Bescheid. Und dass die Leute aus dem Ruhrpott halt nicht immer kreuz und quer uns entgegenreisen müssen, sondern wir kommen auch mal zu euch, klar. Genau. Und dann irgendwie mal im Süden, wo wir dann mal schauen müssen, wo wir das da veranstalten. Ja, Leipzig können wir auch machen, da können wir auch jemanden. Also wie gesagt, wenn ihr selber mit Bock drauf habt, diesen Trauermarsch zu machen, um Kollegen zu ehren, die nach der Rente verstorben sind oder Arbeitsunfälle ist ja aber ziemlich hoch. Genau, gibt ja genügend Kollegen, die während der Arbeit abgestürzt sind und das Ganze nicht überstanden haben. Genau. Ja, wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, einfach Nils auf YouTube anschreiben oder sowas. Ja, wir sind Facebook. Von da und da oder Facebook. Genau. Genau. Wir organisieren das Ganze. Ja, so eventmäßig haben wir dieses Jahr nicht groß was geplant, oder? Ja, diesmal nicht. Für. Weil zeitlich auch ein bisschen gerade knapp ist, aber wie gesagt. Ja. Wir halten uns da wirklich immer zwischen ein paar Leuten, Reiko, Didi. Genau, aber nächstes Jahr wollen wir wieder ein bisschen was mehr machen, wie beispielsweise Treffen in München oder
Nächstes Jahr ist ja dann noch die CMS nicht und wir wollten jetzt dem Physi auch nicht die Show stehlen mit seinem großen Glasreiniger-Grillfest. Da jetzt noch eine Veranstaltung. Irgendwann muss ja auch mal Zeit sein, das ganze Geld dafür zu erarbeiten. Und deswegen halten wir uns dieses Jahr so ein bisschen zurück, aber nächstes Jahr starten wir durch. Ja, Amsterdam wieder. Amsterdam wieder, klar. Ja, genau, Amsterdam. Und ein, zwei coole Sachen werden wir uns dann für 2020 auf jeden Fall noch einfallen lassen, denke ich, oder? Also für Amsterdam sind jetzt bei mir auch wieder ein paar Sachen geplant. Also da muss ich eigentlich gucken, dass ich da Gas gebe, weil ja, da wurde jetzt Anfrage gestellt, ob ich da nicht was für Amsterdam-Messe machen kann. Was mich auch dann wieder ziemlich ehrt, weil ja, die Fragen hat sich jetzt in den letzten Jahren eigentlich ziemlich gesteigert. Also für Amsterdam sind da auch ein paar neue Sachen geplant. Und ja. Ja, wie ist das eigentlich so als Solarreiniger im Winter? Habt ihr Pause? Genau. Winter habt ihr Pause, alles klar. Prost. Prost. Naja, man kann mit Warmwasser arbeiten oder so. Ja, bei Minusgraden oben auf dem Dach ist schon bei 30 Grad schon Knülle. Ja, das kann ich. Da haust du Osmosewasser rein. Ja. Osmose hat gesagt, ich kann es trinken, aber. Ja, das ist glaube ich nicht so gesund. Entmineralisiertes Wasser sollte man nicht trinken, zumindest nicht in größeren Mengen. Das Osmose, Dr. Osmose hat gesagt, ja. Osmose, kleiner Scherz am Rande, gell? Nicht gleich wieder ernst nehmen, mein Freund. Nein, aber wenn du möchtest, kannst du gerne dein. Kannst du mir auch dein Dislike da unten machen oder deinen schlechten Kommentar. Ich bin ja auch nicht böse, alles gut. Gut, dann danke ich dir, dass du hierher gefunden hast. Gut, du warst ja auf der Ecke. Ja, genau. Jederzeit wieder. Gerne, wir gerne. Wir können gerne mal zum Nils hinkommen und dann Gespräche machen. Wäre bestimmt cool, wenn auch mal so ein paar andere Glasreiniger, die jetzt hier in Mecklenburg-Vorpommern, Rostock. Ja, Rostock bin ich ja regelmäßig. Da oben die Ecke auch Usedom und Rügen, Stralsund. Also, Fissi würde gerne mal hier sitzen sehen. Oh ja, Fissi. Ne? Du bist hier immer noch recht herzlich eingeladen. Hast es ja leider zur Mörmann-Tool-Party hierher nicht geschafft, weil Hamburg eingeschneit war. Nein, also alles gut. An dem Tag. Oder hast war, wieder, du hast, glaube ich, wieder durchgekriegt von Tessa, oder? Genau. Nee, an dem Tag war Blitzeis da oben auf der Ecke und es hat wirklich doll geschneit und da sollte man mit seinem Hintern zu Hause bleiben. Da ist so eine Toolparty zwar ganz angenehm, wenn man vor Ort ist. Also die werden ja angekommen, aber im März. Ja, wir hatten ja hier vom Wetter her, war halt ein bisschen beschaulicher, aber so konnte man sich auch mal näher beschnuppern mit dem Andi und seiner Frau. Andi, schöne Mörmann-Grüße, ne? Nein, dementsprechend. Ja, gibt es wen, den du noch grüßen, den du noch danken möchtest? Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, seitdem ich bin jetzt 14 Jahre Glasreiniger und durch diese Facebook-Gruppen hat sich eigentlich mittlerweile ziemlich viel entwickelt. Oh ja, definitiv. Erstmal danke an den Piraten aus Friesland durch die erste Gruppe. Da haben sich ja dann wir uns kennengelernt. Genau. Fissi und einen Haufen andere. Andi, Andreas Nissen, genau. War eigentlich schon ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Facebook hat mich und Facebook und YouTube haben mich auch echt weitergebracht. Und aus dieser, ich muss immer billiger und ich muss immer kleiner und immer einfacher arbeiten, um meine Preise noch nach unten zu knüppeln. Also da habe ich durch Facebook und durch die Gruppen doch schon so einen Umschwung auch bei mir gemerkt, wo man dann gemerkt hat, hey, scheiß auf billig, scheiß auf, ich schränke mich immer weiter ein. Die Leute wollen Qualität. Und wer will schon der Billigste sein? Also mein Anspruch ist es nicht. Ich möchte zu den Besseren gehören, zu den Besten gehören. Hätte ich wahrscheinlich so ohne Facebook und ohne YouTube nicht gehabt, dann wäre ich auch noch der, ich muss die alle anderen unterbieten, Schiene geblieben und da auf jeden Fall auch danke. Ja, man sollte halt einfach jeder sein eigenes Ding durchziehen und gut ist. Ja, na klar, man muss halt schauen, dass das passt und nicht vielleicht versucht mit den Großen mitzuspielen, sondern eher so seine Schiene zu fahren. Ja.
Und das ist, denke ich, auch das Sinnvollste. Du musst im Endeffekt mit einem guten Gefühl rangehen. Richtig, ganz klar. Ja, Facebook-Gruppen ist schon echt geil, aber manche Sachen für mich, wo ich sage, die nerven mich da ein bisschen tierisch. Ihr vergesst scheinbar manchmal, also wie soll ich sagen, es gibt ja so ein paar Dinge, Facebook-Gruppen, Daumen hoch, ganz ehrlich, Austausch, echt mega. Aber ihr solltet da nicht im Endeffekt nicht vergessen, es könnten Lehrlinge drin sein und die haben immer Fragen, weißt du? Ja, na klar, natürlich. Ganz ehrlich, da kann ich nicht sagen, okay, ich mach jetzt mal einen blöden Spruch runter oder sonst irgendwas. Mal spaßmäßig ist okay, aber also, wie gesagt, ihr wollt gute Leute haben, ihr wollt, dass der Beruf nicht im Verruf gerät. Also wäre ganz angenehm, wenn da mal ein paar sinnvolle Sachen kommen würden. Ja, nicht nur die negativen Kommentare, aber es gibt ja inzwischen. Also wir hatten da ja auch die Admin-Aktion vor 2 Jahren gemeinsam gegen die Hater. Da kam ja, davor war es ja noch schlimmer. Inzwischen wissen die Leute auch, es ist ruhiger geworden. Das Video dazu verlinke ich euch da oben nochmal. Ja. Also wir sind alle gleich und jeder sollte. Wir machen alle den gleichen Job und jeder hat mal Fragen und auch die Leute, die seit 30 Jahren dabei sind, die wissen nicht mehr alles und wenn man dann mal nachfragt, dann möchte man nicht nochmal zum 10. Mal den Spruch hören, mach eine Lehre, mach einen Meister, geh zur Schule, bla bla. Leute, ganz ehrlich, wenn ihr eine Frage habt, antwortet sie noch und wenn ihr keine gescheiten Antworten habt, Gott, jetzt fange ich schon an zu Bayern. Ist doch super, oder? Jetzt mal das Bier. Na. Was Köcher, oder? Für Sie, zum Wohl. Dann haltet einfach den. Keiner braucht Sprüche, die Hass überbringen oder ihr stellt euch doch damit selber an den Rand. Sicher, wenn zum 100. Mal einer ein Bild postet, was würdet ihr dafür nehmen, was nehmt ihr für Glaspreise? Klar, nervt. Aber eine gescheite Antwort. Beantwortet doch einfach nicht, wenn ihr nicht. Wenn ihr, ich überlese die Sachen auch, wenn... jeder muss im Endeffekt selber und es gibt noch genügend Leute, die die Zeit dann opfern und sich da hinsetzen und den Leuten versuchen, wenigstens einen Grundstock an Kalkulation beizubringen. Ich zum Beispiel, als ich mich selbstständig gemacht habe, musste extra einen Lehrgang machen. Ich habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, sogar einen Kaufmann im Handwerk gemacht, wo man Kalkulationen und entsprechende Sachen alle lernt. Halte ich immer noch für sinnvoll. Heutzutage kann halt jeder hinrennen, selbst wenn er keinen Gesellenbrief hat und sich selbstständig machen, dann mit den Leuten müssen wir leben, die wird es immer geben und die gehen auch nicht weg, wenn ihr denen schreibt, mach eine Lehre. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also Respekt ist für mich das Größte eigentlich. Ja, na klar. Ich mag den Respekt unter Kollegen und wir sind alles Kollegen und halten ziemlich, mittlerweile ist dieser Zusammenhalt zwischen den Glasreinigern wieder, finde ich, echt super geworden. Ist definitiv nach oben gegangen, ja. Weil, wenn ich alte Geschichten höre von alten Kollegen, weißt du, der Rio aus Spanien, ja. Die mir erzählt haben, die sind morgens zum Bäcker erstmal einen Kaffee trinken, finde ich mega geil. Also, wie gesagt, ihr wollt mit Respekt entgegenkommen, also muss die gegenüberliegende Person auch mit Respekt. Und Respekt, finde ich, ist eigentlich das A und O bei uns in der Gürtel. Wenn man halt einen Fensterputzer-Kollegen auf der Straße trifft, dann grüßt man. Und der Markt ist groß genug, keiner muss irgendwem irgendwas wegnehmen. Und die meisten sind eh bei großen Firmen angestellt, wo sie für andere arbeiten. Da ist es doch vollkommen egal. Ihr seid ja auch nicht in unterschiedlichen Armeen. Und kämpft um die Marktanteile. Ja, wir sind Glasreiniger. Wir müssen zusammenhalten und in diesem Sinne, Ricky, danke, dass du hier warst. Also, habe die Ehre an alle Glasreiniger, Deutschland, weltweit. Ich freue mich, wenn wir uns spätestens über CMS sehen uns wieder, denke ich. Und bis dahin, vergesst nicht zu abonnieren hier unten. Oder? Ja, da werde ich nachher mal meine Mütze sitzt nicht richtig. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Alles klar, Manni. Jo, Grüße an Manni.